Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Nexomon. Im letzten Part sind wir zwar nicht hier stehen geblieben, aber ich habe da trainiert. Denn wir waren bei den eisigen. Bei der eisigen Tundra. Ach, da war die, okay. Und jetzt müssen wir wieder zurück zum Waisenhaus. Denn da erwartet uns ja irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns das erzählt hatte, dass wir hier müssen, aber wir müssen hier hin. Dann. Ich bin gespannt. Ich habe mein Nexomon ein bisschen trainiert. So, hier, so 40. Ich habe auch herausgefunden, dass ich Kaninui nicht mehr entwickeln kann. Das ist ein bisschen traurig. Bulldurakran kann sich auch nicht entwickeln. Also wenn wir einen neuen Gesteinstyp finden sollten, der so auf seinem Level ist, dann werden wir die dann austauschen. Ja. Das ist so der Plan momentan. Ja, gut. Dann wollen wir mal hier rein. Okay. Oh, es war Moritz, du hast gegen Tyranten gekämpft? Du warst vor nicht allzu langer Zeit noch ein Neuling. Allzu langer Zeit war das nicht gestern. Wusstest du, dass du dein Ansehen steigern kannst, wenn du Quests und so machst? Ich habe gehört, dass du ein hohes Ansehen brauchst, wenn du dich als Großmeister Gilde bewerben willst. Okay, also ich bin jetzt beim Waisenhaus, Leute. Okay. Oh, sie hat einen Vitalitätskern. Oh, das ist echt nett. Dankeschön. Dankeschön. Warten die oben auf mich? Also ich weiß gerade noch nicht, wo ich hin muss. Moritz, du hast uns vor diesen Verbrechern gerettet. Das war klasse. Nimm das hier, na los. Oh, Wiederbeleber. Dankeschön. Danke. Nee. Okay, ich lese mal eben. Tagebuch, was ich machen muss. Nach der Vertreibung der Räuber wird es Zeit, deine Belohnung umzusetzen. Kehre zum Außenposten der Gilde. Ach so, oh, ich muss erst zum Außenposten. Ich dachte, ich könnte jetzt schon zum Waisenhaus hinlaufen. Ach man, ey. Kein Wunder, dass hier niemand ist. Noch niemand ist. Den linken Nadel habe ich gar nicht gesehen vorhin. Naja. So, dann nutzen wir den Teleportstein nochmal eben. Eben mein Mikro ein bisschen richten. Eisige Tundra. Wo ist denn das Team? Die Außenposten. Weiter rechts? Haben wir den nicht hier irgendwie verzeichnet vielleicht? Oh. Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Oder bist du der Außenposten? Bist du der Außenposten? Ja, du bist es. Okay, ich dachte schon. Moritz! Durch dich konnte die Sicherheit der Stadt bewahrt werden. Oder besser gesagt der ganzen Welt, falls diese Maschine tatsächlich funktioniert hätte. Du hast unter Beweis gestellt, dass du zu den besten Tamern der Gilde zählst. Als Großmeister befördere ich dich hiermit zum Goldtamer. Danke! Hihi, yeah! Goldabzeichen, nice! Dir ist schon klar, dass dieses drehende Ding nicht normal ist, oder? Oh, eine Sache noch. Eine merkwürdige Frau hat euch gesucht. Sie wartet unten. Aber seid vorsichtig. Sie hat definitiv Probleme mit ihrem Temperament. Oh nein. Ist es wieder die Bergarbeiterin? Ich bin gespannt, wer das ist. Wer ist da unten? Ja. Gut zu wissen, Kleiner. Hey, warum erzählt dir Edward nicht von Amelies Plänen? Was ist, wenn er loyal zu ihr ist? Das Letzte, was wir brauchen, ist ein weiterer Großmeister, der hinter uns her ist. Lass uns runtergehen und mit Merida sprechen. Ach, Merida. Ah, okay, die denken, es ist Merida. Oh, es ist echt Merida. Ah, die lässt uns jetzt darüber surfen. Hey, du siehst gar nicht mehr wie ein Geist aus. Wir können uns für eine Weile materialisieren. Es ist leicht, Sterbende zu täuschen. Wie auch immer, ich bin hier, um euch den Rest meiner Kraft zu geben. Oh, wir müssen dazu nicht dein Grab besuchen? Mein Grab ist viel zu weit weg in Palmaia. Ihr habt nicht die Zeit, dorthin zu gehen. Oh, cool. Wir müssen nicht gegen sie kämpfen. Das ist cool. Drei Elemente absorbiert und es schlüpft immer noch nicht. Warum helft ihr uns, du und deine Geschwister? Das solltet ihr schon wissen. Die Tyrannen, die sich um den Thron streiten, sind es nicht wert, König zu werden. Aber dieses Ei, es enthält den ultimativen Tyrannen, den wahren Nachfolger von Omnicron. Woher willst du das wissen? Es ist doch nur ein Ei. Diese Frage werdet ihr euch zu gegebener Zeit selbst beantworten können.
setzt seinen Schwerpunkt auf das Ausbrüten des Eismoritz. Eis? Des Ei. Ah ja, okay, Eis. Fütter es mit noch mehr elementarer Stärke und du wirst unbesiegbar sein. Hihihi. Können wir damit wirklich Valus besiegen? Valus ist eine fehlerhafte menschliche Kreation. Genau genommen ist er nicht mal ein Nexomon. Daher kann er niemals die Nachfolge von Omnicron antreten. Ein bloßer Irrtum. Was ihm diesen Ei liegt, ist ein oberstes Nexomon. Du wirst niemals verlieren. Das wird nicht unser letztes Treffen gewesen sein, Moritz. Okay, tschüss. Dankeschön, dass du mir deine Kraft gegeben hast. Oh, da fällt mir etwas wieder ein. Nadine sagte, Lydia hat Amelies Aufenthaltsort gefunden. Sie hat uns gebeten, zum Waisenhaus zu kommen. Wir sollten dort so schnell wie möglich hinreisen. Das machen wir auch gleich. Ja, sehr schön. Ich kann jetzt hier rüber. Aha. Der hat die Macht des Eis. Okay, ich dachte eigentlich, wir surfen jetzt darüber. Aber nee. Na, das ist da überhaupt kein Item war, ne? Das ist ja strangey. Strangey, pangey. Okay, dann wollen wir mal zum Waisenhaus. Da. Ach, guck mal eben hier. Also die Karte, ne? Außer links auf der Insel. Und vielleicht ganz oben. Auf diesen komischen Berg da, wo die Pilze sind. Haben wir eigentlich hier alle schon. Ah, durchsucht. Nee, vielleicht da unten in der Wüste noch nicht. Stimmt. Falls das eine Wüste ist. Da wo diese Stadt da ist. Unter der eisigen Tundra, weiter unten. Okay, ja, vielleicht fehlt uns dann doch noch irgendwas. Okay, dann gehen wir zum Waisenhaus. Mal sehen. Lydia sagte, wir sollen sie am Waisenhaus treffen. Warum dort? Es ist ein langer Weg dorthin. Okay, wir speichern sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was hier gleich passiert. Ja, speichern, danke. Danke. Okay, dann gehen wir mal rein. Aber sie hat am gesagt, oder? Und nicht im. Hier ist auf jeden Fall niemand. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier rechts die Räume durch. Denn hier war nicht so viel. Oh, aber neue Items mal wieder. Ah, nehme ich alles mit. Geist next to Trap. Oh, super. Eine Psycho. Sehr schön. Und 50 Münzen. Besser geht's nicht. Okay. Da auch nicht. Dann bleibt uns ja nur noch hochzugehen. Können sie ja nur noch dort sein. Oder ich habe sie draußen übersehen. Wenn mir das. Ah, hier sind sie. Ah, Moritz, sehr gut. Oh, was ist das für ein Roboter? Ein Roboter? Hey du, ich bin Atlas. Ack! Was ist los? Kennen wir uns? Ich nun. Oh mein Gott. Wow, das ist so cool. Er kann sogar schweben. Mal im Ernst, dieses Design ist mega. Wo hast du ihn gefunden, Moritz? Hehe, ich bin der beste Begleiter. Ich habe euch alle hierher gerufen, weil wir mit Elisas Hilfe Amelies Standort finden können. Du hast dich so sehr umsonst bemüht, dass ich Mitleid hatte. Mal sehen, Amelie ist unter Wasser. Sie ist ertrunken? Sei still, Ross. Hier in der Nähe gibt es eine Unterwasserstadt. Was? Ernsthaft? Da habe ich ja noch nie von gehört. Es ist schwer zu glauben, aber ich habe dort für ein paar für ein paar Jahre gelebt. Und ich kann mich gut daran erinnern. Damals hatte Gede verzweifelt versucht, sichere Orte für Menschen zu bauen, um sich vor den Tyrannen verstecken zu können. Die Hauptstadt Parum, die unterirdische Festung Ignitia, die Dracheninsel im Himmel und schlussendlich die Unterwasserstadt Cardium. Cardium, da klingelt nichts bei mir. Ein Fehlschlag nach dem anderen. Die Gilde hat versucht, alles zu vertuschen. Wow, wirklich? Was ist passiert? Es ist besser, wenn ihr euch selbst ein Bild macht. Also versteckt Amelie sich in einer verlassenen Unterwasserstadt? Es ist nicht gerade verlassen. Viele der ehemaligen Einwohner weigerten sich, Cardium schon vor Generationen zu verlassen und blieben lieber zurück. Heutzutage leben deren Nachkommen noch immer in der Stadt, ohne viel über die Welt über ihn zu wissen.
Arcadium war einst bekannt als die Stadt der Wissenschaft mit jeder Menge Zeug, das Amelie ausnutzen kann. Das ist unsere Chance, in Cardium einzubrechen und ihre Forschung zu sabotieren. Es ist möglich, dass sich auch Vados dort unten versteckt. Wir können das ein für alle Mal beenden. Aber wie kommen wir dorthin? Ich kann meinen Atem nicht so lange anhalten. Bist du absichtlich dumm? Ich kann euch hineinbringen. Ich habe einen Weg gefunden. Ich warte außerhalb des Hauses. Frau Teleportationskünstlerin Hexe, können Sie uns nicht da runter teleportieren? Sie können das so. Oh, das kleine Mädchen ist da weg. Seltsam. Seltsam. Ja, du Mord, wir müssen nach Südwesten hinter das Camp. Nie ohne Seife waschen. Okay, weiter. Oh, bist du neu, ne? Ich glaube nicht. Was mir da unten oder hier links? Gott, ich war ich noch nie. Sogar noch eine Kiste, eine Holzkiste. Oh, noch ein Synergiekern. Südwesten, wir gehen ja jetzt eher in den Westen, würde ich fast schon sagen, ne? Müssen wir hier hin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sei gegrüßt, die Fähre legt jeden Moment ab. Bist du auf dem Weg in die wunderbare Stadt Palmaya? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Das ist nicht der richtige Weg. Gut zu wissen. Dann gehen wir mal weiter. Wie viel fehlen uns noch? Drei. Drei von Omnicrons Typen werden wir noch sehen. Bin gespannt. Es gibt gar nicht für jedes Element einen, ne? Ich weiß nicht, ob man das Ei umdrehen kann. Na, dann wird's vielleicht sogar passen. Eine Naturscherbe, okay. Was ist denn da denn los? Ich will hier mal reingucken. Oh. Okay. Das ist aber echt interessant. Hier waren wir auch noch nie, Leute. Ich weiß nicht, ob wir hier später noch mal rein müssen. Oh Gott. Ich glaube, wir hauen hier noch mal raus, weil die sind zu stark für uns. 37, oh mein Gott, ey. Was ist denn hier los? Schnell raus. Ja, wir kommen später noch mal wieder, wenn wir Level 40 sind. So, da unten könnten wir uns noch mal heilen, aber wird uns noch nichts bringen. Ah, ein U-Boot bekommen wir. Ich würde gerne wissen, was es hier für nächstes Mal gibt. Ein Kapitän. Du siehst cool aus. Dann heile ich mich nämlich nur eben. 42, okay, ich muss aufpassen. 24, ja. Und dann wechseln wir nämlich schnell zu dir. Denn 25 schaffst du ja locker. Oh, 44 zwar nicht, aber naja, dann verliest du halt. Ah ne, oder gewinnst. Super. Oh, das bringt uns ja fast gar nichts. Okay, ich gehe nochmal zurück und heile mich. So, tada, fertig. Dann, da bin ich. Nun, hier ist es. Früher waren solche Gefährten üblich, um zu Cardium zu kommen. Es gab eine Menge davon. Amelie hat mit Sicherheit ihr eigenes. Scheinbar ist es verschwert. Ja, die Gilde hat sie stillgelegt. Ich konnte dieses hier retten, habe es aber nie in Betrieb nehmen können. Oh, ich könnte mich einsetzen und die Tür aufschließen. Das kannst du machen, wie cool! Oha, super, Atlas! Eindrucksvoll, dieser Roboter ist echt nützlich. Dem stimme ich zu, ja. Wie auch immer, beeil dich einfach. Geschafft, wir sollten dieses Ding jetzt benutzen können. Das ging schnell. Sieht aus wie eine Zunge. Es ist allerdings eine alte Maschine. Es wird eine lange Reise oder vielleicht explodiert es. Was? Es wird eine lange Reise.
Oder ist explodiert? Was? Wenn es stimmt, was Lydia erzählt, es war das ein wahres Gräuel. Schlimmer als jeder Tyrant. Moritz, du könntest Amelie bald gegenüberstehen. Und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könntest du der schlimmste Feind der Gilde werden, ein Verräter. Behalt das im Hinterkopf, bevor du nach Cardium aufbrichst. Wieso hilft der Typ uns? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, wieso der Typ uns jetzt momentan hilft. Oder war er noch nie gegen uns? Oder war er der Waisenhausleiter? Das kann auch sein. Naja. Ja, brechen wir auf. Brechen wir auf. Look. Okay. Hat kein Licht da dran. Ach, Leute. Ah, guck mal, hier können wir warten. Sehr schön. Okay, Leute. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, möchte ich ganz gerne meine nächste Mal noch eben fertig trainieren. Also zumindest zwei davon, dass die sich entwickeln. Deswegen gehen wir mal eben hier hin. Dann geht es im nächsten Part nämlich weiter. Und jetzt trainieren wir mal ganz kurz hier ihn hier ein Level und dann noch einen. Den Palm-Dingsbums. Damit die beiden sich entwickeln. So, und dann mache ich Offscreen die auf. Auch auf 40, würde ich sagen. Auch auf 40. Ja, vielleicht. Vielleicht auf 35 erst. Gucken wir dann. So, aber. Ne? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also hier passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr als bei Pokémon, kann ich mittlerweile sagen. Ob ich das nächste Mal trotzdem besser finde als Pokémon, das kann ich nicht sagen. Denn vielleicht storytechnisch besser als Pokémon. Das kann vielleicht sein, weil bei Pokémon ist es eigentlich. Ja, kann man da von großer Story reden? Nee, kann man nicht. Da wird man halt einfach. Ne, rausgeschickt, rausgeschmissen und dann wird man Pokémon-Trainer, will seine Orden und das war's dann auch. Zwischendurch hilft man mal ein paar Leuten. Aber so ist ja auch der Anime, ne? Würde ich sagen. Also richtige Story hat der Anime ja auch nicht. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass Pokémon nicht so die große Story hat. Eine kleine, aber keine große. Finde ich in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Bei Pokémon, da müsste man dann natürlich auch nicht so viel lesen, wie jetzt hier zum Beispiel. Oh, warte, ich wollte ihn gar nicht. Mist. Wollte ich doch gar nicht einsetzen. Aber cool, dass du jetzt da bist. Kleiner. So, dann Chaparral. Eben hier, neues Hauptmet Nexomon. Genau. Einzige, was hier tatsächlich cooler sind, finde ich die Nexomons. Obwohl, ich würde sagen, nicht cooler, zumindest cooler als fünfte Generation, sechste und siebte? Sechste war X und Y, siebte war dann Alola, ja. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, besser als diese drei Generationen von Pokémon auf jeden Fall. Ich finde, in Generation 8 von Pokémon, Schwert und Schild, gibt es echt sehr, sehr viele schöne, coole Pokémon. Da kommen die jetzt hier meiner Meinung nach nicht ran, aber die könnten da eigentlich auch gut dazugehören. Fanglet ist ein ganz großes Beispiel. Aber eigentlich können die alle gut dazugehören. Ja, eigentlich schon. Aber er hier von denen, die ich jetzt dabei habe, am meisten auf jeden Fall. Der würde da sehr gut reinpassen. Vielleicht noch mit etwas größeren Augen. Und dann passt alles. Der hier erinnert mich immer ein bisschen an Gig Arbor. Sehr niedlich. So, wie viel brauchst du noch? Noch einen Kampf raus. Okay, dann muss ich nochmal heilen gehen. Heilen gehen.
So, rein damit. Auf Pokémon, auf Lego Harry Potter habe ich momentan keine Lust. Wir haben jetzt den letzten Teil fertig gemacht. Jahrgang 1 bis hier. Aber mache ich irgendwann später, nicht in diesem Monat, glaube ich. Nee. Auch nicht im Oktober. Also momentan fehlt mir da die Lust zu. Ich meine, war jetzt schön. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Gefällt mir momentan nicht so. Vielleicht irgendwann, wenn ich dann wirklich wieder Lust hatte. War auf Lego Harry Potter muss man immer Lust haben und auf. Ich hatte auch Lust, beide Teile direkt durchzuspielen, aber nach Jahrgang 1 bis 4 hatte ich dann keine Lust mehr. Deswegen verzeiht mir am besten. Und jetzt entwickelt er sich auch noch. Yeah! Weil schon gar nicht mal wieder aussah. Haben wir ja irgendwann mal getroffen im Spiel, ne? Oder? Doch, müssen wir getroffen haben. Forel, cool. Forel sieht echt cool aus. Gut, Leute. Das war's dann mit Nexomon Extinction. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.